Einige der wichtigsten neuen Informationen stammen von Sensoren, die Messungen über Entfernungen von Tausenden von Kilometern hinweg durchführten. Sie entdeckten teilweise heftige Stürme in verschiedenen Höhenlagen der Atmosphäre. Sie entdeckten, dass der größte Teil der von der Sonne eingestrahlten Energie in den dichteren Wolken absorbiert wird und dass nur ein geringer Anteil die feste Oberfläche erreicht. Und sie entdeckten, dass die Atmosphäre unterhalb der Wolkendecke frei von Staubteilchen ist. Atmosphärendruck und Temperatur sind anscheinend über die gesamte Oberfläche hinweg gleich. Und anstelle eines Wasserzyklus wie auf der Erde entdeckten sie einen komplexen Schwefelzyklus. Die Wolken der Venus bestehen aus Schwefelsäure und möglicherweise auch Salzsäuretröpfchen. Aus den Wolken scheint es Schwefelsäure zu regnen, die in den tieferen und heißeren Schichten darunter wieder verdampft. Aus dem Vergleich von Messungen aller Sonden zusammen lassen sich mindestens drei Wolkenschichten erkennen. Eine davon wird als ausgesprochen schmutzig angesehen, angefüllt mit vielen Staubteilchen. Die Ergebnisse unserer Messungen zeigen, dass die eingestrahlte Sonnenenergie in den Wolken absorbiert wird und eine starke Zirkulation dieser Schicht bewirkt. Durch diese Strömungen wird auch die untere Atmosphärenschicht zu Bewegungen angeregt. Dieser Mechanismus könnte die Wirbelstürme erklären, die wir an den Polen der Venus finden. In den Zentren der Wirbelstürme sind die Wolken ziemlich dünn. Wir wissen das, weil die Infrarotsensoren der über die Pole fliegenden Sonden durch diese Wolkenlöcher hindurch höhere Temperaturen messen konnten. Und so sieht das ein Infrarotradiometer. Die interessanten Stellen sind die beiden heißen, hell erscheinenden Flecken in der Nähe des Zentrums. Hier hat zum ersten Mal eine Raumsonde auf den Nordpol der Venus hinuntergeschaut. Ganz offensichtlich blicken wir hier in tiefere und daher wärmere Schichten der Atmosphäre. Wir sehen, wie die Luft über den Polen nach unten fällt. Dieser hantelförmige heiße Fleck rotiert einmal in drei Tagen um den Venuspol. Mit einem Radarhöhenmessgerät wurden die Erhebungen und Senken der Oberfläche durch die Wolken hindurch kartografiert. This is a map of Venus made by ground-based radars. Dies ist eine Karte der Venus, wie sie aus erdgebundenen Radarmessungen der Venus hergestellt wurde. Hier sind drei Gebiete, die von der Pioneer-Venus-Sonde näher untersucht wurden. Dieses große Gebiet hier im Norden, dann dieses Beta genannte Gebiet hier und schließlich eines in der Nähe des Äquators. Das Gebiet im Norden galt als Vertiefung. Als die Höhenangaben der Raumsonde vorlagen, stellte es sich als ein großes Plateau heraus. Dieser helle Fleck namens Maxwell entpuppte sich als hoher Gebirgszug. Dieses Plateau liegt mehr als 1,5 Kilometer über seiner Umgebung und besitzt drei hohe Gebirgsketten. Eine im Norden, eine im Westen und eine im Osten. Dieses Gebirge ist höher als der Mount Everest auf der Erde. Dieses Plateau ist doppelt so groß wie das größte Plateau, das wir auf der Erde finden. Und dazu noch 1000 Meter höher. Das Gebilde hier halten wir für einen gewaltigen Riss in der Venuskruste von ungefähr 6,5 Kilometern Länge. An seinem Rand befinden sich zwei Vulkane. Zumindest glauben wir, dass es Vulkane sind. Sie erreichen Höhen von über 1,5 Kilometern. Wir haben hier ein Bild der Venusoberfläche, das mit dem Radarhöhenmessgerät gewonnen wurde. Vergleicht man es mit einem von der Erde aus aufgenommenen Radarbild, so stellt man viele Übereinstimmungen fest. Wir werden diese Messungen fortsetzen und so das Bild eines Streifens rund um die Venus erhalten,
während die auf der Erde installierten Radargeräte natürlich nur ein kleines Gebiet erfassen können. Das Interessanteste an diesem Bild sind die kleinen dunklen Flecken, die im Inneren helle Stellen zeigen. Die Höhenmessungen zeigten, dass es sich um Vertiefungen handelt. Das aber könnte bedeuten, dass es Einschlagkrater gibt. Solche Krater finden wir auf der Erde, dem Mond, dem Mars und dem Merkur. Und es sieht ganz danach aus, dass Venus hier keine Ausnahme macht. Von den anderen Planeten und ihren Monden wissen wir, dass diese Krater zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Geschichte des Sonnensystems entstanden sind. Und wir können davon ausgehen, dass auch die Krater auf der Venusoberfläche schon sehr alt sind. Die Plateaus und Vulkane, auch die Faltungsbrüche der Venuskruste und die Anomalien des Gravitationsfeldes zeigen, dass Venus ein biologisch sehr dynamischer und aktiver Planet ist. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger aktiv als die Erde. Aber das zu entscheiden wäre etwas verfrüht. Auf jeden Fall aber ein äußerst interessanter Planet und wir werden die Forschungsarbeit natürlich fortsetzen. Diese Aufnahme machte die sowjetische Sonde Venera 9 im Oktober 1975. Eine andere weich gelandete Venera-Sonde führte an seinem Landeplatz chemische Analysen durch und fand Material, das Ähnlichkeit mit Granit hatte. Die Pioneer-Venus-Sonde der USA wurde in eine Umlaufbahn um die Venus gebracht. Ihre Radargeräte konnten die dichten Wolken durchdringen und Bilder von der Oberfläche herstellen. Auf dieser Aufnahme sind die niedrigen Gebiete blau dargestellt, rot und gelb zeigen die höheren Gebiete. Die Venus wurde schon oft als die Zwillingsschwester unserer Erde bezeichnet. Dass dies nicht so ist, können wir jetzt wohl schon sagen.